Los. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Es ist jetzt ein Kleinsteinhof mit dem Ostrhein. Hallöchen. Oh Gott. So, wir melden hier weiter und der Ostrhein fällt aufs nächste Feld. Schon? Ja. Wie viele Tonnen hast du runtergekriegt? Weiß ich gerade nicht. Ich guck gleich. Oh Junge, Alter. So oben an der Stelle. Na, ein Hänger wird auf jeden Fall voll werden, oder? Ja. Und dann. Dann schmeckt das Geld. Hoffentlich. Ja, außer die Preise sind jetzt komplett im Arsch. Ja, na ist doch. Na gut, ja. Wenn das wirklich so wäre, dann könnte man überlegen, das einfach in die Halle zu kippen und dann zu verkaufen zum richtig guten Preis, aber. Ich habe 12.000 von der Feldrunde bekommen. 12.000, ja gut. Was würde 2.300 maximal bringen? Jetzt. Und zwar bei? Bei Agroma. Ja, das ist, glaube ich, beim Händler halt auch. Ja. Ja, weiß ich nicht. Ja, ich war erst verkauft, weil ich Körper voll habe. Ja. Kaum fährst du über Erde, wird er komplett braun, der Trecker. Also erst komplett grün und dann wird er zack braun. Bei einem Beta dauert das ein bisschen. Ja, aber der wird eigentlich recht schnell. Dafür, dass er so schnell grün wird, wird er dann eigentlich ziemlich langsam wieder. Dafür, dass er so grün ist, wird er dann ziemlich schnell wieder braun, so. Warte, was machen wir? Wozu machen wir das jetzt eigentlich hier, den Schnitt? Weiß nicht. Ich glaube Heu, oder? Ja. Weil letzter Schnitt war Silage. Dann müsste dieser Schnitt Heu sein, weil. Oder wie viel Heu haben wir denn? Heu haben wir 100.000. Gras haben wir 5.000. Okay, dann hat sich die Frage schon erledigt. Ja. So, nein, diesmal nicht die Eierpalette mit wegmähen. Dann aber beim Schordern. Ja, dabei nehme ich die eh mit. So. Oder beim Zetteln. Ja. Ne, Zetteln tue ich ja gar nicht. Gras ist ja jetzt gerade Ansprechpartner. Schon. Ich bin mal gespannt, später aufs Gülle und Mist fahren. So.
Ich wollte gerade sagen, ich schicke den Waldra schon mal los, grummern, aber es ist sinnlos. Erstmal würde ich sagen, Mist streuen und dann grummern. Nächstes Tier bekommen wir in 85 Stunden, wenn es schaffen, oder 8, in 7 Stunden. Deinen Schafen? Ja. Ist ja jetzt komplett immer unterschiedlich. Einmal in 7 Stunden, einmal in 28 Stunden, einmal in 85 Stunden, einmal in 46 Stunden. Lol. Haben wir in 7 Stunden theoretisch 40 weiße Schafe. Ja. Hatte Für. lange gedauert, um 39 plus 1 sogar schon. Und in 16 Stunden haben wir den Hühnern. Noch läuft. Was Aber ist. den Hühnern ist das nur wie mit dem Hahn so. Wenn wir jetzt Ja. den Hahn hätten, dann hätten wir auch keinen. Was wäre eigentlich, wenn der Stall voll ist und beim nächsten Tier, nächstes Tier bekommen würde? Das wird einfach weggehen. Achso. Wobei mich interessieren würde, wenn du jetzt einen vollen Stall hättest, aber noch einen leeren irgendwo rumstehen hättest, würde sich das dann da rein übertragen? Keine Ahnung. Was machen wir eigentlich, wenn hier unser Schafstall voll ist? Noch einholen? Keine Ahnung. Dann bei den Kühen oder bei den Hühnern auffüllen auf. Ja, Hühner und Kühe, das dauert noch. Ja gut, Hühner sind ganz günstig. Ja, schau, Kühe. Bei Pferden wird schon zwei bleiben. Ja, da bleibt es immer bei 2. Weil es sonst einfach zu viel Aufwand wäre. Schweine weiß ich ja nicht, ob ich da wirklich welche haben will. Boah. Einfach wegen Die sind Kartoffeln und Rüben. ja nur vom Aufwand schon mal viel höher. Und bis wenn Oma beiden Kumpel fast fertig. Ich bin fertig. Achso. Ich fahre gerade runter. Moin. Tag. Der schon wieder. Oh. Ich glaube, das, wo man eigentlich am meisten von hat, sind Schafe. Du brauchst nicht viel geben, aber du kriegst eigentlich recht viel. Die Frage ist nur, kaufen jetzt nicht, wobei kann ich mir überhaupt angucken. Naja, kann ich nicht mal angucken, haben wir noch 2000 Euro zu wenig. Was denn? Ich wollte gucken, ob man oben am Hof vielleicht noch einen Schafstall platzieren könnte. Falls der dann irgendwann voll wäre. Wobei, die nächste Sache ist, die Tiere können es dann natürlich auch verkaufen, ne? Immer so 10 Tiere produzieren lassen. Wenn der dann bis auf 10 Tiere voll ist, geht er ja eigentlich recht schnell. Dann könnte man ja auch noch die anderen Tiere aussortieren, dass wir nur noch Weiße wirklich haben. Dann geht es ja noch mal schneller. Und dann sortieren wir halt in den nächsten. Ja, wäre eigentlich auch eine schöne Sache. Immer so 10 Tiere verkaufen. Bringt auf jeden Fall auch Geld. Weil pro Schaf, was kriegst du da? 2000, 2,5, kriegst den Kaufpreis, ne? Ich glaube schon. Dann kriegen wir 2,5 pro Schaf. Ja. Ist dann, ja.
schöne Angelegenheit. Das soll gar nichts. Das heißt besser wie gar nichts. Ja, der Aufwand alles. Ja, okay, der Aufwand ist jetzt nicht so groß. Einmal die Wiese fahren, fertig. Irgendwann Big M. Nee, Quatsch, Big M lohnt es nicht. Irgendwann Butterfly-Schneidwerk. No. Mähwerk, nicht Schneidwerk. Ich weiß alles, was so lange hindern. Nö, das dauert nicht mehr lang. Willst du davon packen mit den Fässern? Der braucht jetzt 80 und 70 und bräuchte dann 160 und 70. Mit den. Nee, brauchen wir den Wald dafür. Hey, wieso? 70 und 160. Ja, trotzdem wird es so gehen. Wir haben mal 220. Ja. Da fallen 20 PS. 230. Ja, 40 PS, wenn wir laut Rotzklauscher gehen. Aber fährst du mit 5 km/h, also da würde ich dann schon den Wald dran nehmen. Ist ja egal, welchen du nimmst. So. Ne, das mach ich doch nicht. Ich wollte gerade eigentlich einfach quer rein mähen, aber. Hast du dich wohl doch um entschieden? Ja. So. Wobei wir theoretisch auch, wenn wir jetzt das. Ja. Okay, nee. Ich würde sagen, das Mähwerk, also das Butterfly, kaufen wir uns erst, wenn wir entweder noch Wiese 2, Wiese 6, 1 oder Wiese 3 haben. Ja, weißt du. Nein. Wenn den vier kleinen Wieso da haben. Jetzt. Wenn er jetzt lohnt es noch nicht. Ja. 100.000, ja, ist nicht viel. Nein, haben wir ja gleich. Ne, gleich kommen wir erstmal Miststeuer. Das ist ja auch nochmal 20.000. Geh doch weg, Alter. Wie viel gehen jetzt in den Kipper rein nochmal? 20k in die sowas gef. Ne, 28 glaube ich. 34. Oh. Meinst du, den kriegst du voll? Kann klar werden. Von dem Einfeld habe ich nur 9.000 bekommen, wo ich gerade bin. Aber nicht mal. 8,5. Raps, was bringt denn der? 2, 3, 34. 34.000 mal 2.307. Der komplette Kipper würde sonst jetzt 70.000 bringen. Ja, das ist. Ich meine, eine Viertel, drei Hätten Viertel wir. Kipper bringt dann immer noch genug, ne? Wenn er voll wird, hätten wir 80.000 wegen Missstreuer, Ja. Ja, 80.000. Schafe Alter. verkaufen, die restlichen Schafe auffüllen. Gut. Hühner vielleicht noch auffüllen. Und Heißt auf jeden Fall schon dann. mal zwei richtig gute Geldmaschinen. Ja. Ja, Kühe komplett auffüllen kostet 150.000. Meine ich irgendwie so, hätte ich mal gerechnet gehabt. Auch Frage gestanden. Gut, was heißt gerechnet? Spielstand gestartet, alle Kühe verschoben und dann unten geguckt. Gute gestanden. Habe ich auch gedacht.
Soll ich dir kurz Kipper oder so rüberziehen? Nö, passt. Achso, ja, sonst hätte ich jetzt einfach kurz das hintere Mähwerk Gut. abgemacht. Nur gut. Hast den Kipper jetzt hinterm Ding gehört? Nö, so, was war denn nochmal der? Ist nicht schlimm. Ja. Wissen du? Ist noch hinten in der Seitenstraße. Ich komm gleich vorbei. Ah, da bist du. So. Ich brauche drei Folgen, um drei Felder zum Dreschen. Naja, eigentlich zu Aber eineinhalb. ja, aber ich würde sagen, das war's für diese Folge. Schaut beim Osten vorbei, gebt ihr wieder ein Like und einen Kommentar. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao. Ciao.